Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Blinden Wolle. Heute geht es mit Teil 3 weiter von eine Sehbehinderung und ihre Vorurteile. Diesmal aber ein bisschen anders als Storytime. Ja, weil momentan betrifft mich da manches gerade wieder selbst vermehrt. Und ja, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich immer sehr gern über ein Abo meines Kanals. So, an die Neuen. Ich bin Janina, ich bin jetzt 32 am Samstag geworden und wohne in der Nähe von Stuttgart. Das hier ist mein Aufklärungs- und Strick- und Kreativkanal. Heißt, ich kläre über das Thema Albinismus und Sehbehinderung auf oder generell halt über das Thema Behinderung. Ich stricke, sieht man ja auch hier im Hintergrund, das ist mein privates Wollregal, nicht mein Regal für den Online-Shop. Ja, ich habe auch den Online-Shop, der heißt auch Blinde Wolle. Dort findet ihr handgefärbte Wolle. Das heißt, ich bin auch die Handfärberin von Blinde Wolle. Und ja, so viel dazu. Ja, und zwar, wie fange ich denn am besten an? Ich hatte ja gesagt, dass dass manche Menschen das Vorurteil, dass es ja dieses Vorurteil gibt, dass Menschen mit Behinderung nicht im sozialen Bereich und auch nicht als Pflegekraft arbeiten können, dürfen, wie auch immer. Und ich tue das und dazu kommt das nächste Vorurteil, dass sich wohl manche Menschen denken, Menschen mit Behinderung dürfen nicht erfolgreicher sein als ich selbst oder als die Menschen, die keine Behinderung haben. So ist es, so erlebe ich das, also kann ich euch auch nur das erzählen, was ich halt mitbekomme oder wie ich es kennengelernt habe. So, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die wohnen in meiner Straße und die sprechen mit mir nichts mehr. Seitdem ich in der Pflege arbeite, hatte ich ja auch bereits erwähnt. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich zurückziehe von diesen Leuten. Ich meine, was soll ich auch anderes tun? Das Einzige, was ich sage, ist Hallo und Tschüss, wenn ich vorbeigehe. Ich bin dennoch höflich. Auch wenn sie mich komplett ignorieren und mich nicht mal mehr mit der Arschbacke angucken. Ja. Sagt sich halt immer so leicht, ja, steh da drüber, wie auch immer. Aber ja, es ist schon deprimierend. Mir hat auch am Samstag von diesen besagten Leuten niemand gratuliert. Also das sind Familienmitglieder von meinem Mann. Ich werde das so möglichst neutral halten, dass es da einfach keine Probleme gibt. Aber man darf über Menschen sprechen, wenn man die Namen nicht nennt. Deswegen sage ich einfach Verwandtschaftsmitglieder, Familienmitglieder, wie auch immer. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wahrscheinlich würde jetzt dann wieder kommen, oh, das war uns nicht bewusst. Das kriege ich auch oft zu hören, wenn ich irgendwie was angesprochen habe. Aber die Frage ist halt, wann ist es einfach nur noch eine Ausrede? Und weil irgendwann muss man doch merken, wenn man mich länger kennt, ja, da kann man nicht mehr sagen, oh, das war uns nicht mehr bewusst oder ich habe es nicht gewusst. Dann kann man sich ja auch darüber informieren. Sprich, man sollte doch einfach offen dafür sein. Und eigentlich dachte ich ja immer, dass das Umfeld der, was knackt denn da so, der Safe Space ist, der Raum, in dem man sich sicher fühlt, in dem Leute sind, die hinter einem stehen, die loyal sind, etc. pp. Aber ich habe halt andere Erfahrungen gemacht, vielleicht bin ich da auch nicht alleine. Jedenfalls ist es halt schon sehr traurig, wenn man halt weiß, okay, man kann sich auf das engste Umfeld nicht verlassen, weil, oder halt auf das Umfeld um einen herum,
weil die dann beleidigt sind, wenn man irgendwie was Tolles erlebt hat oder man einfach einen Erfolg hatte. Und ich habe halt immer in diesem Film gelebt, ja, man freut sich für andere Menschen, man gönnt ihnen das und so weiter, aber wahrscheinlich liegt es an meiner Behinderung, wahrscheinlich kommen die Leute nicht damit klar und wahrscheinlich wird es dann deswegen anders gesehen. Wer weiß. Und ja, es macht was mit einem. Ah ja, was ich noch dazu sagen wollte, bevor ich es wieder vergesse. Übrigens, vielen lieben Dank für die netten Kommentare unter dem letzten Video. Und es tut gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin damit. Und mir tut's auch, also ein Kommentar, da hat es mir echt leid getan, weil ich mir gedacht habe, hey, du sprichst mir so aus der Seele. Ich glaube, ich habe es auch drunter geschrieben. Und habe mir nur gedacht, hey, du bist nicht alleine und es tut ja auch gut, sich dann darüber auszutauschen. Das wollte ich noch sagen. Ich habe momentan so ein Matschhirn. Ich lag am Freitag mit Migräne flach, musste auch früher von der Arbeit gehen und das Wetter ist einfach mega, mega anstrengend. Ja, Albinos vertragen dieses heiße Wetter nicht, zumindest ich nicht. Aber da mache ich mal ein separates Video. Ja. Und ich finde es einfach, wie gesagt, sehr, sehr traurig, dass man Menschen mit Behinderung den Erfolg nicht gönnt und dass dann gerade gesunde Menschen immer versuchen, irgendwie ihren Erfolg drüber zu stülpen und dann zu sagen, oh ja, du hast ja gar nicht verdient, du bist ja behindert, beziehungsweise man wird ja dann so behandelt. Und ja, sehr, sehr traurig und ja, es beschäftigt mich schon, sage ich ganz ehrlich, weil ich mir das Ganze einfach anders gewünscht hätte. Ich mir eigentlich irgendwie gehofft hätte, ja, ich kriege vielleicht ein bisschen Anerkennung von den Leuten, dass die dann sagen, hey, cool, du hast aus der Werkstatt rausgeschafft auf den ersten Arbeitsmarkt. Nee, so ist es halt leider nicht. Und das ist halt das Traurige an der Sache. Und mittlerweile verkleinert sich mein engeres Umfeld immer mehr. Also ich habe halt meinen Mann, meine Schwiegereltern und so meine, ja, so meinen kleinen Kreis an Freundinnen, viel habe ich nicht. Also so eine Familie um mich rum, ich nenne es jetzt mal erweiterte Familie, habe ich nicht. Und das merkt man halt gerade daran, wie wenn man Geburtstag hat, dass halt dann von den Leuten, von denen man es ja eigentlich denkt, haben eben nicht an mich gedacht. Und gestern gab es halt auch so eine Situation, da habe ich die Leute gehört, wie sie vorm Haus standen und geredet haben. Und ich wusste ja, wenn ich jetzt vorbeilaufen würde, würde ich einfach eiskalt eine Schweigebehandlung bekommen. Ja, und das nur, weil ich jetzt Pflegehilfskraft bin. Und ich bin einfach der Meinung, man sollte einfach aus den Köpfen der Leute mal rausbekommen, dass auch Menschen mit Behinderung in dem Bereich arbeiten können, weil ich mache meinen Job gut, das sagen auch meine Kollegen. Teilweise auch besser wie manche Leute, die das schon seit Jahren machen. Und das ist einfach Balsam für die Seele, sage ich euch. Und dann gibt es hier einfach Leute, die nebenan wohnen, die reden einfach nicht mehr mit mir. Also ich habe echt so den Eindruck, ich kriege gerade von euch mehr den Support, wenn ich die ganzen tollen Kommentare lese oder auf Instagram und so. Oder ja, einfach gerade von Menschen, die ich nicht persönlich kenne, als von denen, die mich schon seit Jahren kennen. Ich finde das schön und es gibt mir auch so viel. Aber sollte es eigentlich nicht auch von den Leuten sein, die man jahrelang kennt? Wie seht ihr das? Habt ihr auch da so Erfahrungen gemacht? Ja, das ist dann halt schon... Ja, und diese Schweigebehandlung habe ich halt auch damals in der Schule mitbekommen, dass einfach Leute mit mir nicht mehr geredet haben oder ich es von vornherein verkackt habe, nur weil sie gewusst haben, ja, ach, die hat eine Sehbehinderung. Und das ist einfach so eine Situation, da fühlt man sich einfach gerade als Kind mega ohnmächtig dem gegenüber. Gut, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich anders damit umgehen. Ach, mittlerweile kam auch schon diese Situation, dass ich den Leuten wirklich die Tür vor der Nase zugeknallt habe. Ja, ich weiß, es ist auch nicht ganz so korrekt, aber irgendwann
muss dieser Frust, der sich halt angesammelt hat, einfach mal raus. Und ja, mir hat auch schon mein Mann gesagt, dass er das mitbekommen hat, dass einfach diese besagten Leute nicht mit meiner Behinderung klarkommen oder auch seitdem wir verheiratet sind. Wir werden nirgendwo mehr eingeladen. Der Trauzeuge von meinem Mann ghostet uns schon seit 2 Jahren, also seit der Hochzeit. Ja, und ich frage mich immer, was ist daran nicht so schlimm, weil er eine Frau mit Behinderung geheiratet hat. Also, ja. Oder auch in meiner Verwandtschaft hieß es ja, oh, deine Hochzeit war so anstrengend, was am Fahrtweg lag. Gut, sind ja nur 80 Kilometer gewesen, aber es ist halt so, wenn man doch einem wichtig ist, dann nimmt man diesen Weg auf sich. Anstatt mal irgendwie immer so bequem zu sein, zu sagen, ja, du kannst doch herkommen, du hast einen Behindertenausweis. Also, ja, bei gesunden Menschen stößt so eine Hochzeit auch nicht auf Ablehnung oder ja, zum Thema Mitleid noch dazu. Menschen mit Behinderung brauchen auch definitiv kein Mitleid. Das ist einfach unangebracht und möchte man auch nicht. Also, wenn ich das schon höre, oh, der Mann von der Janina, der tut uns voll leid, der hat die geheiratet. Warum? Also, ich verstehe nicht. Also, mittlerweile sage ich auch Spaß immer, ja, ich bin der Hausdrache, ne? Also, so aus Ironie. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ich finde es einfach total zum Kotzen, einfach so dieses falsche Mitleid. So, oh, der tut mir aber leid und oh, die tut mir leid. Mitgefühl haben ist völlig okay und zu sagen, hey, ich kann mir vorstellen, dass es für dich nicht einfach ist, aber so dieses, oh, du tust mir leid. Da denke ich mir immer so, es gibt Leute, die hat schlimmer erwischt für mich. Und da fange ich jetzt mal bei meinen Bewohnern an. Oder Leute mit einer Krebserkrankung und so weiter und so fort. Und deswegen lasst es einfach bleiben. Sag bitte nicht, oh, du tust mir leid oder wir haben Mitleid. Das ist einfach komplett fehl am Platz. Braucht man nicht. Genauso wie man mit Menschen mit Behinderung redet, als wären sie ein Baby. Ja. Das habe ich auch schon oft erlebt. Ich glaube, ich habe es im letzten Video erzählt und da werde ich patzig. Redet einfach ganz normal mit den Leuten. Und ja, behandelt die Menschen nicht so, als wären sie ein Sonderfall. Ganz, ganz furchtbar. Wirklich ganz, ganz furchtbar. Seid auch nicht total nett zu denen, nur weil sie eine Behinderung haben. Ich hatte in der Schule einen Lehrer. Ich bin in die Hauptschule gekommen, in die 5. Klasse, und die Lehrer waren netter zu mir. Sage ich nur so, tolles Futter für Mobbing. Und ich habe dann in der 5. Klasse mit 11 Jahren gesagt, ich möchte nicht, dass sie netter sind zu mir. Ich möchte genauso behandelt werden wie die anderen Leute auch. Oder die anderen Kinder damals noch. Ja. Ich rede auch mit den Bewohnern auf Arbeit ganz normal. Also klar, ich bin da eine Betreuerin in dem Sinne. Wenn sie jetzt irgendwie Mist bauen oder nicht hören, dann muss ich natürlich auch strenger sein. Aber so an sich bin ich mit denen auf Augenhöhe und wenn sie wollen, dass ich deine Blondinenwitze vorlese, lese ich deine Blondinenwitze vor. Oder setze mich mit denen an den Tisch und mache mit denen Blödsinn. Ja. Deswegen seid am besten einfach auf Augenhöhe mit Menschen mit Behinderung. Egal, irgendwie juckt es mich heute die ganze Zeit. Ich sag euch, ich habe so Hautprobleme von dieser Hitze. Das ist aber ein anderes Thema. Albinos haben halt generell einfach eine empfindlichere Haut, eine schnell trockenere Haut. So viel dazu. Ja. Deswegen einfach behandelt sie einfach ganz normal. Lass die Leute nicht spüren, dass sie eine Behinderung haben und dass sie anders sind. Weil man fühlt sich immer anders mit einer Behinderung. Geht mir auch so, merke ich jetzt gerade wieder mehr, weil ich ja hier in dem Umfeld
ignoriert werde, ich werde nicht mehr angeguckt, ich werde behandelt wie Luft. Und ich sag euch, manchmal ist es schrecklich. Manchmal ist es wirklich schrecklich, vor allem wenn ich mit meinem Mann vorbeilaufe, mit meinem Mann wird geredet, mein Mann geht dahin und ich werde nicht beachtet. Das ist einfach ein Scheißgefühl. Anders kann man es nicht sagen. Und es macht mich einfach wütend, es kotzt mich an und irgendwie macht es mich auch traurig. Ich weiß nicht, wie... Ja. Es ist halt alles. So ein Stück weit. Aber gut, ich werde einfach mein Ding soweit durchziehen mit den Leuten, die ich noch habe. Ich muss auch dazu sagen, dass unsere Gesellschaft seit Corona ziemlich komisch und negativ geworden ist und alles in falschen Hals bekommt. Ich habe letztens ein Bild, ein lustiges, also ich habe nichts gegen Veganer, so viel dazu. Ich esse manchmal selber gerne vegane Produkte. Ich hatte halt ein Bild gepostet mit einem Spruch über Veganer, ja, den fand ich halt lustig. Und dann hat diese Person das halt komplett persönlich genommen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, nee, sowas brauche ich nicht, weil am nächsten Tag lag ich mit einer Migräne flach. Ich vermute, es hat mit dem Wetter zu tun, natürlich auch mit meinem Rücken. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn eine Person, oder und wahrscheinlich auch deswegen, wenn eine Person dafür sorgt, dass es mir einfach schlecht geht, sei es psychisch, sei es körperlich, ja, dann einfach weg damit. Mittlerweile, da bin ich dann rigoros, weil ich einfach sage, okay, der innere Seelenfrieden ist dann einfach wichtiger. Ja. Oder genauso auch seit Corona darf man auch nicht mehr wirklich seine Meinung sagen oder andere Meinungen werden nicht akzeptiert und irgendwie ist es da schlimmer geworden. Ja. Ich kann euch einfach nur raten, wenn ihr sowas erlebt, es ist nicht leicht, das weiß ich. Versucht einfach euren Weg zu gehen, versucht euch da abzugrenzen, macht euer Ding, rechtfertigt euch nicht. Ja, das sage ich, ich falle da auch ständig rein, aber ich versuche da gerade dran zu arbeiten. Ihr müsst euch dem nicht ohnmächtig ausliefern, wenn euch Leute ignorieren oder euch schlecht behandeln, dann zeigt denen das. Seid keine People-Pleaser. Also, wenn jemand irgendwas von euch möchte, lasst euch da auch nicht ausnutzen, sei es mit einem Behindertenausweis etc. pp. Da muss man wirklich gut auf sich aufpassen. Und ich habe das jahrelang nicht gemacht. Ich habe jahrelang drunter gelebt und man vergisst im Endeffekt nur sich selber. Von daher macht da euer Ding. Ja, ich werde jetzt, denke ich mal, in nächster Zeit ein paar Aufklärungsvideos machen. Aufklärungs- und Storytime-Videos. Und wenn ich wieder ein bisschen mehr gestrickt habe, was ich euch zeigen kann, ich warte jetzt noch auf eine Bestellung, dann kommt wieder die nächste Podcast-Folge. Morgen werde ich noch mal eine Bestellung färben. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und bis dann. Tschüssle!